gleich der Erste bringt die Entscheidung. Wir sind also auch hier bei Eurosport im Zeitplan. Daran hat sich Capriati akkurat gehalten. 6-4, 6-4. Wieder mal also Break und das erneute Break zum Ende des Satzes. Capriati wird ihrer Favoritenrolle gerecht. Steht also zum zweiten Mal in diesem Jahr in einem Endspiel bei uns zu sehen am Montag um 11.45 Uhr. Die Gegnerin von Jennifer Capriati wird dann entweder sein Kim Kleisters oder Francesca Schiavone. Das Spiel findet hier in Stanford erst in 5 Stunden statt. Nehmen Sie das bitte.